Leben Pending ist weg, ich bin drauf. Und hab gerade gelesen, dass es angeblich schon live ist. Was natürlich auch wieder großartig ist. Jo, das sieht doch live aus. Wir müssen leider noch die erste Runde warten, dann kann ich weiteres zum Score sagen. Fakt ist, Navi startet ST und Place to Play CT. Und das sieht auf jeden Fall nach einer Eco aus für Place to Play, also wird Navi hier wohl führen. So, da haben wir es. 5 zu 0 steht's also. Klasse, dass wir die erste Runde waren. Das klingelt mein Handy. Zähler hoch, 5-0 und auf geht's ins Finale. 5000 Euro kriegt der Sieger, 5000 Dollar, US-Dollar und der Zweitplatzierte 3000. Navi mit einem Katze-Tür-Split. Place-to-Play schon ganz gute Kontrolle unten. Wir würden auf jeden Fall relativ früh von hinten kommen. So, Fox und siehst. Tür würde ich meinen Schwachstelle. So, jetzt gibt's die Fläche. Seine Fläche auch mit. Jetzt geht's die Tür auf. Sehr schlecht positioniert von siehst. Oh Mann, wie schlecht das war. Heli sollte einfach. Boah, krasser Headshot nochmal. Heli sollte defensiv gehen. Sollte nicht mehr riskieren. Aber wo ist der Support von Mitte? Jetzt erst da. Also, was eine lucky Runde, würde ich mal meinen. Heli hat's da auf jeden Fall gedreht. Sonst sah die schon sehr gut aus für Navi. Edward im 1 gegen 2 mit der Bombe. Oh, er hat auch noch genügend Zeit und da ist er schon durch. Und das weiß Overdrive nicht. Aber er wird gleich, je nachdem wie weit Edward steppt. Oh, der hat einen Step gemacht. Ich nehme an, Overdrive hat ihn gehört. Boah, und hittet direkt den Schuss. 5 zu 1, aber eigentlich nicht gut gehandelt am Großen. Nur durch Hellys Einzelaktion. Die Runden noch gerettet. Ja, Fokus, ich weiß auch nicht. Halt vorwärts die ganze Zeit auf Pending. Keine Möglichkeit, hier irgendwas zu sehen. Einfach fail die ganze Geschichte mal wieder und ja. Traurig, was ja, wie unprofessionell das halt immer noch ist, alles und ja. Einfach nichts sagen zu. Aber immerhin sehen wir jetzt noch die Halbzeit, den Großteil der Halbzeit. So, wo ist Helly? Auf ihn kommt's an. Nimmt ein. Kommt weg, also Helly mit einem guten Spiel bisher. Holt hier die Überzahlsituation raus. Boah, die Fläche war halt schlecht. Viel zu flach. Und jetzt können sie durchfahren. Wenn sie schlau sind, müssen sie wissen, dass Fox noch dort irgendwo ist. Sehr gut, aufgepasst von Maklov. Und 2 gegen 2. Starks verschießt leider. Aber Maklov kann das 1 gegen 2. Aber er hat relativ wenig HP schon. Boah, er kriegt auch den Headshot durch die Kiste. Schöner Schuss, aber reicht leider nicht. Helly steht weiterhin sein Mann. Mit dem Defuse gleich 12 zu 6 Stats. Und 2 Runden in Folge für die Russen. Immerhin läuft der Server wieder gut. Die Ganja Smoking Crew ist auch drauf. Na, Gott sei Dank.
So, Navi mit kleinem Move im Z. Heli, aber wieder am großen Spot. Was ich jetzt kurz wissen will, ist, ne, sind beide oben. Keiner blockt unten. So, Navi wartet im Z, Makelov zieht sich hin. Sie werden auf jeden Fall B gehen. Overdrive hat noch die Arbe in der Banane. Und wird er jetzt gleich das Duell mit Overdrive haben? Da wurde nicht gut durchgesprungen. Also, ich glaube, sie haben sich bereit gemacht, durchzuspringen. Also, mal schauen, was Overdrive noch ziehen kann. Doch hier aber schöner Support. Nein, Starix auch mit Teamfrag. Oh, wie bitter die Runde einfach ist. Wenn sie sich so ärgern, also das Durchspringen hat nicht geklappt. Dann noch so ein Teamkill. Sie ist doch schon gut mit unten dicht gemacht. Ja, dort kann er nichts machen. Bombe ist auch auf Spot down. Ah, das war vielleicht unnötig noch von das hier. So, 3 zu 5. Wird sich darüber gewundert, dass der Navi-Stream eine Runde voraus ist. Naja, der ist ja auch direkt vor Ort. Und wenn der kein Delay hat, ist klar, dass der 90 Sekunden voraus ist. Muss der bei mir noch Zeit-TV-Delay draufrechnen. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Maklav war irgendwie lange blind. Aber Navi reagiert gut. Oh, ein Overdrive. Hat er gezoomt? Und ich glaube, Edward hat das sogar gehört. Krass. Da räumen sie einfach auf. Perfekte Entscheidung, durch die Mitte zu gehen, wenn Katze geblockt wird. Das ist hier nochmal ein schöner Headshot, aber das bringt nichts. Hat auch nur eine Uzi. Stirbt gegen Zeus. 6 zu 3. So, und siehst, macht hier ein überragendes Spiel am Scoreboard-Boden. Räumt da ordentlich auf unten. Die Null muss stehen auf jeden Fall. So, die Echo von Place to Play, die wissen gleich Bescheid, wo die ganzen Navi-Spieler sind. So, dann dürfen sie jetzt gleich naschen. Sauber von Zeus. Uiuiui. So, da muss geholfen werden. Starix deckt auch nach hinten. Wundert mich ein bisschen, dass Starix die Arme spielt, aber gut. Ich wüsste jetzt auch irgendwie nicht, dass Navi mal eine Terror-AWP als auf Tuscan gespielt hätte. Oder überhaupt eine Terror-AWP. Aber gut. Vielleicht ist es auch einfach schon zu lange her und ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Das letzte CS16-Event ist ja schon ein Stückchen, liegt ja schon ein Stückchen zurück. Lass mich lügen, aber ich glaube, August irgendwann. Natürlich gucken die Behaltefarbe. Das. Aber, ach, keine Ahnung. Wieder Navi
Lobby. Haben wieder Z, hat man gerade gesehen, zum Move Z eingenommen. Und Katze, sind sie wieder durch. Wieder die Kontrolle. Also das machen sie gut. Haben jetzt auch sehr viel Raum schon eingenommen. Verstehe ich nicht, warum Helly noch alleine ist so lange. Boah. Ach, scheiße, ich dachte, es war Markdorf. Wäre ein schöner Schuss gewesen. War aber nicht. Oh, und jetzt ist jetzt hier die Dossier. Nimmt ein. Direkter Briefwack von Sinja. 3 gegen 3. Edward ist aber noch ein Z. Könnte dann versuchen, von hinten zu kommen. So, gehen über Katze. Overdrive im offenen Tür, in der offenen Tür ist natürlich gefährlich jetzt. Ja, das Star-X-Navi auf Tuscan spielt als CT. Ja, aber als T meine ich, weiß nicht, konnte ich mich noch nicht, kann ich mich nicht dran erinnern. Dass er als CT auf AB und so ab und zu AB spielt, ist mir schon bewusst. Und Helly macht 3 am Ende, sauber, 16. 8 Stats. Krass, also seine Map hier gerade. Holt hier wichtige Runden. Aber ob das reicht hier für einen Sieg? Navi ist low equipped. Wobei, ne, ist eigentlich nur Edward, der mit dem Galil hat. Katze Contact. Fox mit dem ersten. Wo ist der Refrag? Boah, das sieht nicht gut aus. Boah, schöne Shots von Markelov. Aber da fehlen einfach die Granaten vom Siehst. Er macht echt keinen guten Job, muss man sagen. Schon ziemlich schlecht, was er da alles macht. Boah, Markelov. 10 HP am Reload. So, boosten sich jetzt aber nochmal hoch. Overdrive rechnet damit, dass sie nochmal von hinten kommen. Ist aber nicht der Fall. Och, sauber, dass er da noch raufkommt. Starks nimmt noch einen mit. Aber HP-Vorteil noch bei Place to Play. Haben insgesamt mehr HP als die drei Navi-Spieler zusammen. Oh, jetzt gibt es den Boost für Dossier. Und das kann vom Timing super aufgehen. Sauber, den ersten und schöner Spray! Boah, schade, ich dachte zwar auch noch das hier. Und Overdrive ist rumgezogen. Sehr schön gehandelt. Schönes Timing mal wieder. Trotz des Siehst, der Totalausfall ist, schon 5 Runden. Not bad. Wobei man sagen muss, M5 war. Ich meine, das ist ja hier das. Aber wobei. Okay, ich nehme alles zurück. Das sind ja nur 2/5 ehemalig Moskau 5. Die waren ja auch immer sehr stark auf Tuscan. Oh, diesmal ist einer unten, oder? Ah, die T sind unten. So, auch das gefällt mir überhaupt nicht, wie sie da die Tür handeln. Gut, Helly zieht wenigstens nach. Also Starks ist bereit. Sie rechnen, glaube ich, wieder mit was Offensivem in der Katze. Also, dass sie runterkommen, die CTs. Oh. Wo ist Zeus denn? Gestorben. Ey, da fallen sie gerade wieder alle einzeln. Schöner Schuss von Edward, aber den zweiten kann er natürlich nicht machen. Krass. Also, Place to Play verteidigt schon relativ gut, wobei man sagen muss, auch wieder ein komischer Go. Makhlov stirbt da irgendwie allein, dann kommt lange kein Reflect, dann fahren sie irgendwie so einzeln wieder rein. Also irgendwie mit der Katze kommen sie gar nicht klar. Das sollten sie auf jeden Fall lassen. Mitte war eigentlich super vorhin. Es gibt sogar nochmal eine Eco, also Place to Play wird hier auch auf jeden Fall ausgleichen gleich. Oh, vielleicht darf siehst sich einen Eco-Frag schnappen. Ah, der hat
traut er sich nicht rumzuziehen. Hat er Angst vom Headshot. Und jetzt? Boah, siehst du 1, 2, 3, 4 und vielleicht das Ace. Null. Er hat tatsächlich das Ace gemacht. Alter, bis zur 14. Runde kein Frag und dann einfach mal Ace. Gegen eine Diegeko. Oh Mann. Wie unverdient eigentlich, aber gut. Sei ihm gegönnt. So, jetzt bin ich gespannt, was Navi in der letzten T-Runde spielt. Wie gesagt, ich würde sie mir in der Mitte mal probieren oder mal ein Fake, damit die am großen Spot irgendwie mal ein bisschen aufgewühlt sind an der Katze. Ein bisschen unsicher werden. Anscheinend wollen sie wirklich über Mitte gehen. Finde ich auf jeden Fall gut. Hat vorhin ja relativ gut geklappt. Sind immer noch 2 am B. Jetzt gibt es den Go. Jetzt sind sie am Verschieben. Jetzt muss da eigentlich eine Flash kommen in Highway. Boah, mittlerweile sind alle CTs da. Boah, Frag, Refrag, nur nach Markelov. Wird doch von Ava abgeaimt. Und Heli macht's. Gewinnen sie gar noch die erste Halbzeit. Krass. Aber was ein seltsames Spiel. Irgendwie kein richtiges Top-Niveau von Navi, muss ich mal sagen. Irgendwie kennt man die anders. Aber die Hochzeiten sind anscheinend auch bei denen vorbei. Also trotzdem noch spannend zu sehen, die Duelle mit Fnatic auf den nächsten Events, wenn es dazu kommen sollte. Und dort wird sich dann entscheiden, wer als letztes, bestes 1-6-Team in die Geschichtsbücher eingeht. Boah, da hagelt's Headshots. Boah, Edward nur noch mit 4. Boah, 1 von Lucia und schade, muss er weg. Warum sie jetzt so viel Zeit brauchen an der Tür, verstehe ich nicht. Ja, wobei sie wissen ja gar nicht, dass so viele dort sind. So, da zeigt sich das hier nochmal relativ dumm. Jetzt zieht sie raus. Sie ist mit seiner ersten guten Entscheidung, aber viel zu spät. So, warum gehen sie jetzt nicht zu ihm? Er kann sogar ansagen, dass niemand zielt. Also, spätestens jetzt müssen sie zu ihm gehen. Jo, machen sie auch. Problem ist natürlich Zeus. Aber sehr gut. Siehst, kann da ein bisschen die Aufmerksamkeit auf sich lenken. Wenn er jetzt kurz rumzieht. Ah, sie sind durch. Warum geht Overdrive dahin? Ist der bescheuert? Eigentlich super unnötig, aber irgendwie klappt es doch. Weil wenn er das Duell direkt verliert, dann hat er nichts gekonnt. Boah. Schöne Shots am Ende von Siehst, aber komischer kann eine Pistole fast gar nicht sein. Das wäre wirklich ein sehr seltsames Turnier, wenn Navi das hier jetzt nicht gewinnt. Nachdem ESC rausgeflogen ist gegen Place to Play. Haben eigentlich alle schon im Vorfeld gesagt. Easy Win für Navi. Aber noch müssen sie es beweisen. Oh, was ein ekelhaftes Timing. Oh, krass, ich glaube, da hat niemand hingeguckt, wenn Starix da rumgezogen wäre. Schade. Türmchen in der Katze wird aufgelöst. Wir werden jetzt nur noch ein bisschen versuchen, auf Exit-Tracks zu gehen. Ah, einen noch. An die Waffe werden sie wohl nicht kommen. So, und in der Lobby noch das Duell. Lol. Ist der Höchste gerade mit dem Messer reingefahren? Boah. Schöner Headshot von Markelov.
Also nochmal zwei Exit-Tracks ist okay. Da werden sie komplett ausgespielt. Na, wie mit HE-Falle. Schade, dass sowas nicht ab und an mal belohnt wird. So, was haben sie die AEs? Könnte man natürlich auch theoretisch sparen. So ist es ja nicht. Oben gesprengt. Also die Russen müssen es doch wissen, dass da eine HE-Falle irgendwo war. Und natürlich interessant zu sehen sein, was sie in noch einer Echo spielen dann. Mit was sie dann rechnen. Boah. Also Makhlov wirklich überragend heute, muss man sagen. Krasse USP-Shots. Jetzt bin ich gespannt, was wir für eine Aufstellung sehen und ob wir was Offensives direkt sehen. So, Peer-to-Peer würde ich sagen. Place to play mit was schnell in Richtung Z. Edward super defensiv und Starix mit AWP. So, jetzt wird rumgezogen. Mal sehen, ob sie es besser machen als Navi vorhin in der Runde. Jupp, da kommt der weite Strafe. Starix verschießt. Zwei Hits bekommen. Edward zur Stelle. Oh, gute Smoke. Edward kommt kein Fake. Sehr schön Support von Zeus. Schön. Boah, die HE ist jetzt gut. Zeus einfach mit seiner unglaublich krassen Runde. Ihm haben sie auch gar nicht gerechnet. Er hat da gut aufgeräumt im Schuppen. Schade, dass ich drauf war. Und Zeus will das Ace. Er will das Ace. Und er kriegt das Ace. 1, 2, 3, 4, 5. Zweites Ace in diesem Spiel und das, obwohl wir nicht von Anfang an dabei waren. Wo gibt's das schon? Bless Bless to Cleanings from now, ja. Naja, vielleicht spielt es auch im Hinterkopf eine Rolle, dass sie irgendwie Zeitdruck haben und den Flug erwischen sollen, wollen oder so. Oder müssen halt. Was auch immer sie in Dubai machen. Also ich wüsste jetzt nicht, dass da ein Event ist oder so, aber vielleicht ist es ja irgendwelche Marketing-Krams für Navi. Könnte ich mir vorstellen. Vielleicht Sponsor labern oder irgendwas. Irgend sowas wird es sein. Ich glaube nicht, dass sie jetzt Urlaub machen, weil ja demnächst noch ein paar zwei Events anstehen. DreamHack Bukarest und PGS Expona sind, meine ich, auf beiden Events zugegen. So, Tür raus, Frack fallen. Makhlov noch on Spot. Macht dann einen hervorragenden Job. Fox hat auch keine Chance, muss links, rechts gucken. Stirbt und Navi einfach klasse. Bisher in den beiden Waffenrunden nur eine Waffe verloren. Also, die können hier locker noch zwei Runden lang kaufen, wahrscheinlich. Haben jetzt hier gut 6, 7k gesaved. Auf der hohen Kante. Also eine können sie auf jeden Fall locker kaufen. So, jetzt einfach in den Rausch spielen und das Spiel beenden. So, nur durchgestrahlt. Von Senja und Edward. Ellie gibt schon ganz nett. Und da holt Navi auf mit der Anschlussrunde. 11 zu 10 trotzdem noch die Führung für Place to Play. AWP haben wir bei Starix nicht. Doch, haben wir noch. Und variieren direkt. Gefällt mir auch. Das wird wohl ein Türsplit.
Das hier zieht sich wieder zurück. Bombe bei Fox. Und wer ist für Mitte zuständig? Markloff. So, eine hier hat einen Heli gegeben. Und jetzt orientieren sie sich B. Und Edward spottet nur. Also spielt es dann safe. Da wird wieder geguckt, da wird wieder weiter Strafe gemacht. Boah, schöner Headshot von Edward. Mit der Gegenfläche, die man von Kerrigan gefühlt kennt. Ah, ja, eh jetzt zu früh. Plessy Play hat das abgebrochen und Overdrive contactet sich gerade hoch, will da einen Verschieber holen. Schafft das oder nicht? Macht gute Hits an Starix. Und seine Mates über Mitte, Starix passt da mal Mitte auf. Und jetzt wird Chaos, jetzt herrscht Chaos einfach. Es ist nur gerade noch Einzelduelle. So, Onspot ist noch Senja. Sehr entscheidende Position, aber setzt kein Frag, macht aber immer einen Headshot. Markloff dafür. Einfach krass und Edward zieht auch nach. Overdrive hat nicht die Bombe. Oh, und da ist die Zeit sogar rum. Navi gleicht aus. 11 zu 11. Beide. Diesmal hat Navi ja auch zwei Waffen verloren, aber trotzdem haben sie noch gut Geld. Nähern sich wahrscheinlich gerade alle so der 5K-Grenze. Also zwei, drei Leute von denen werden auf jeden Fall so, was sage ich, 5K, den fünfstelligen Bereich. Da lockt er immer ein von Heli. Gesicht. Oh, Starix unter Bedrängnis. Oh, die Runde könnte sogar knapp werden. Je nachdem, ob es Dossier schafft. Oh, und siehst. Er hat noch die Arme und Dossier muss ihm helfen. Oh, schön rumgezogen von siehst. Das war gut gespielt, damit Dossier den Frag bekommt. Aber Markloff Instant Refrag. Muss jetzt Angst haben vor Dossier. Und die Bombe ist nach unten links down. Irgendwie scheinen sie es nicht zu wissen. Da kommt nicht die Ansage. Boah. Krass. Also das war ein bisschen komisch. Da kam nicht die Ansage, dass sie die Bombe nicht haben. Und sie gehen da trotzdem drauf. So, Plessy Play mal mit einem Standard. Und auch Navi. Und Z wird ein bisschen mit Edward gekuschelt. Ja, Zeus zur Stelle. Edward auch noch 6 HP. Senja riskiert was. Macht gut Schaden. Au. Wo ist Fox? Ne, Fox. Alter, Fox nur 1 HP. Hat doch nicht gut Schaden gemacht, sondern Schaden gefangen. Kontakt sich nicht hoch. Wer ist denn? Oh Mann. Fox mit 1 HP macht das Beste draus. Versucht da irgendwie von hinten zu kommen. So, und Zeus passt noch nicht auf. Aber Zeus wird jetzt sterben. Ja, stirbt so oder so. Oh Mann. Aber 2 gegen 2. Edward mit 6. Oh Mann, sie haben ihn nicht gespottet. Er holt die Bombe. Und letztes von die Zeit ist schon wieder abgelaufen. Senja läuft dann nochmal durch, stirbt. Aber 13 Runde für Navi. Wirklich sehr schöne CT-Hälfte. So sehr sie mir jetzt T nicht gefallen haben, so gut spielen sie jetzt hier als CT und überzeugen mich doch.
Senja macht, glaube ich, Katze den First Frag und Edward kassiert den Refrag. Also, das heißt, Refrag kassiert den Ausgleichsfrag zum 4 zu 4. 4 gegen 4. Och, krasse Runde von Fox. Headshot durch die Wand, dann eben noch Starix geholt. 2 gegen 2 und Haley mit Taschenspielertrick geht auf einen anderen Spot, ist aber zu langsam. Gut abgedeckt für Markloff. So, jetzt müssen sie... Sie wissen es noch nicht. So, Haley liegt offen. Fox nur noch mit 13 AP. Einen nimmt er noch mit. So, Markloff. Oh, so, er hört es nicht. Jetzt ist es ihm klar, dass nur einer dort ist. Und selbst wenn er jetzt das Duell gewinnt, wird er nie im Leben noch drauf gehen. Er hat keine Ahnung, wo Fox ist. Sehr schön runtergespielt von Place to Play. Wie gesagt, selbst wenn Makloff das 1 gegen 1 dort noch gewinnt, kann er das Duell dann eigentlich nicht mehr holen. Der CT, der T weiß dann einfach genau, dass er vom Highway kommen muss. Für alles andere hat er keine Zeit mehr. Kann sich da gute Position suchen. Der CT muss schnell laufen. Der T kann es dann einfach super ausspielen, vor allem an der Tür. Also das wäre so oder so die Runde für Place to Play gewesen. So, Navi natürlich noch mit Geld. Und Starix diesmal allein gelassen. Jetzt gibt es noch einen Move. Und das hier an einer sehr unüblichen Position. Kriegt den ersten. So, ist jetzt unter Bedrängnis. Chillt da ein bisschen im Grün. Boah, gewinnt auch noch das Duell gegen Markloff. Sehr schöne Runde von Dossier bisher. Allerdings verstehe ich nicht, warum da... Waren die nicht zu dritt? Ich glaube, Edward ist irgendwie wieder zurückgegangen. Er kann es jetzt noch drehen. Oh, Pose ist schon bekannt mit einer Bank leider. Hat jetzt nicht mehr viel Munition, aber kommt er noch in die Tür? Jo, kommt noch rein. Jetzt bräuchte eine Flash von Zeus vor die Tür. Zeus hat leider das Duell. Edward, ah, da hat er keine Chance, wenn Zeus stirbt. Fox läuft dann mal durch und teilt aus ins Gesicht. 13-13. Das riecht ja fast nach einer Overtime. Übrigens kann ich da noch was raushauen nach dem Match. Zwei was sogar, also könnt ruhig dranbleiben. Hab noch zwei Keys für euch. Sag aber noch nicht für welches Spiel. Wow, ist Navi auch direkt mit Eco? Psst. Nicht verraten. Sie wollen ja anscheinend echt weiter noch auf vier setzen. Aber sie sind auch relativ oft gestorben, also. So viel Geld war es dann anscheinend doch nicht. Oder ist es halt sehr unausgeglichen? Promot wird nie Erfolg haben. Fertig, aus. So, Blasten wir mit der Führung. 14 zu 13. Und jetzt Navi mit einem Push am B. Dossier unten rum. Markloff, keinerlei AWP bei Navi. Fox mit dem First Frag. Oh nein, da kassieren sie beide Frags. So, Zeus. Bitte unten. Zeus nimmt auch keinen mit.
Starix 1 hört die Tür, kommt er on spot. Wichtiges Duell. Ah, jetzt steht er zu offen, verliert. Nur nach Edward. Das riecht nach dem Draw für Place to Play. Wie unerwartet das einfach ist. Draw schon mal safe für Place to Play. Und Navi hat nicht viel Geld, da sehen wir es. Famas. Deagle sogar nur bei Senja. Der ist mit Famas equipped. Starix überlegt, glaube ich, gerade noch. Ja, hat Famas und kleine Weste, glaube ich, nur sogar. Aber jetzt keine weitere Granate gehört. Oh Mann, wenn man sich mal überlegt, dass Place to Play heute Vormittag oder Mittag gegen ESC schon untergegangen ist. Ja, und dass sie jetzt hier im Finale stehen und scheinbar Navi schlagen, ist schon sehr eigenartig und seltsam, muss ich mal sagen. Zumal hatte ich auch im zweiten Spiel von ESC gegen Navi gemeint, dass ESC das Turnier gewinnen wird. Fliegen dann aber einfach mal auf Tracking Place to Play raus. Also mehr Random geht in. Also mehr. Ja, mehr Zufall, mehr Durcheinander geht in dem Turnier echt nicht. Mehr Unerwartetes. Aber vielleicht rettet sich Navi noch in die Overtime. Chance dazu haben sie jetzt im 3 gegen 3. Im 2 gegen 3. Senja on spot. Wie viel kann er machen? Eins nimmt er mit. Und Starix muss helfen. Starix muss helfen. Wo ist der Refrag? Schöner Refrag. Jetzt 1 gegen 1. Overdrive. Der kritisierteste Spieler in dem Line-Up. Oder der fragwürdigste Spieler vom Skill her. Oh, Starix hat kein Kit. Er hat es jetzt gehört. Und liegt da ein Kit? Ich habe es jetzt nicht gesehen. Oh, Overdrive macht's. GG. Place to Play gewinnt hier tatsächlich den Tech Labs Cup. UA 2012. Wer hätte das denn gedacht? Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Da gingen halt gut viele Tipps von mir auf Readmore daneben. Aber ehrlich gesagt bin ich froh, dass das Turnier vorbei ist. Das Delay ging schon hart auf die Nerven. Dann jetzt auch noch das BO1. Dann die sehr komischen Ergebnisse. Also. Sehr komisches Turnier, hat nicht allzu viel Spaß gemacht, also ESC gegen Navi war hier das Highlight, das hat wirklich gebockt. Die restlichen Spiele waren irgendwie seltsam. Tja.